Eine junge Frau wendet sich hilfesuchend an die Kommissare. Ich glaube, ich wurde vergewaltigt. Gestern. Sie glauben? Ja, ich kann mich an nichts mehr erinnern. So, als muss ich betäubt worden sein oder so. Erzählen Sie doch mal der Reihe nach. Also, ich hatte gestern Abend Dienst. Ich bin Bedienung in so einem Club, der heißt Smoking Lounge. Ja, und weiter? Na, meine Schicht, die ging bis um 10 am Abend. Mir ist davor aber schon so schwindelig gewesen. Aber ich habe trotzdem bis zum Ende weitergearbeitet. Und danach habe ich mich auf den Weg nach Hause gemacht. Wie denn? Mit dem Auto oder zu Fuß? Also, ich habe mich in mein Auto gesetzt. Und danach ist mir richtig schlecht geworden. Und dann kam dieser Gast, der Dennis. Und er hat mich gefragt, ob er mir helfen darf. Und auf einmal ist alles schwarz. Dennis und weiter? Dennis Blank, der ist auch auf dem Club. Okay, also dieser Dennis hat Sie angesprochen. Und was ist dann passiert? Ja, und heute Morgen bin ich dann in meinem Auto aufgewacht, so als wäre ich da einfach nur eingepennt oder so. Und wie kommen Sie darauf, dass Sie vergewaltigt wurden? Naja, ich hab Schmerzen im Unterleib. Und ich hatte meinen Slip verkehrt herum an, als ich zu mir gekommen bin. Waren Sie denn schon beim Arzt? Nein. Das ist mir irgendwie unangenehm. Ja, das kann ich verstehen, aber das ist ganz wichtig, dass Sie sich untersuchen lassen. Vielleicht können ja noch Täterspuren gefunden werden. Ich werde Sie gleich ins Krankenhaus begleiten. Und was werden Sie tun? Ich werde gleich erstmal mit diesem Dennis Blank reden. Ja, der ist sicher wieder im Club. Der hängt da das ganze Wochenende rum. Tag, hallo. Einen Moment, könnte ich bitte Ihren Mitgliedsausweis sehen? Reicht er? Kripo? Ja. Dürfen wir rein? Wieso? Was ist denn passiert? Das würden wir gerne mit den entsprechenden Personen klären. Also bei uns gab es in letzter Zeit hier keinerlei Schwierigkeiten und ich kann für alle Stammgäste garantieren. Das würde ich mir an Ihrer Stelle noch mal überlegen. Dankeschön. Dennis Blank? Na klar kenne ich den. War der gestern Abend hier? Natürlich, der ist doch jedes Wochenende hier. Wissen Sie auch, wann er gestern Abend den Club verlassen hat? Da fragen Sie mich was. Das muss so gegen 10 gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich ihn danach nicht mehr gesehen. Wo können wir ihn denn finden? Wissen Sie das? Von da drüben. Hätten Sie auch gleich sagen können. Sie haben mich gefragt, ob ich ihn kenne, nicht ob ich weiß, wo er ist. Ja, ist schon klar. Können Sie uns vielleicht eine Liste zusammenstellen mit den Personen, die gestern Abend hier waren? Ich meine, Sie haben doch Ihre Mitgliedskarten. Da dürfte das doch kein Problem sein. Also, wie stellen Sie sich das denn vor? Ich habe doch hier kein Computersystem. Ja, aber ich kann mal überlegen, welche Stammgäste da gewesen sind. Das schreibe ich Ihnen dann mal auf. Na prima, dann tun Sie das. Sagen Sie, hat Dennis irgendwelche Schwierigkeiten? Ich meine, es kommt ja nicht so häufig vor, dass die Kripo im Haus ist, nicht? Das besprechen wir mit ihm selbst. Pass auf. Warum essen Blondinen keine Bananen? Entschuldigung, dass wir Ihre nette Runde stören müssen. Wer von Ihnen ist Dennis Blank? Das bin ich. Warum? Wer will das wissen? Die Kriminalpolizei. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Würden Sie vielleicht mit uns mitkommen? Ich wüsste nicht, warum. Vor meinen Freunden habe ich keine Geheimnisse. Wie Sie wollen. Sie haben gestern draußen auf dem Parkplatz so gegen 22 Uhr eine Frau angesprochen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Sie ist Kellnerin hier und die sah gestern Abend richtig scheiße aus. Und da habe ich sie gefragt, ob sie Hilfe braucht. Und sie wollte keinen. Warum? Und was haben Sie dann gemacht? Sie sitzen lassen und bin weggegangen. Sie haben nicht zufällig die hilflose Situation der Frau ausgenutzt? Wie meinen Sie das? Ausgenutzt? Die Frau hat eine Anzeige erstattet wegen Vergewaltigung. Es könnte ja sein, dass Sie was mit der Sache zu tun haben. Entschuldigung. Also, sehe ich so aus, als ob ich irgendjemanden vergewaltigen müsste? Herr Blank, wo waren Sie nach 22 Uhr? Bin gegen 22 Uhr hier raus und bin dann direkt zu meinem Kumpel Lennart hier gefahren. Und wir haben die ganze Nacht dann geredet und getrunken. Also, das kann ich so bestätigen. Und wer sind Sie? Was haben Sie gestern gemacht? Ich, Thomas Bahr. Ich war geschäftlich mit einem Nachtzug verreist, weil ich heute Morgen um 7 Uhr einen Termin hatte. Das werden wir überprüfen.
Wir haben mit allen Mitgliedern gesprochen, die uns der Barkeeper aufgeschrieben hat. Angeblich hat keiner was mitbekommen. Dann hat mich dieses miese Schwein irgendwo anders hingebracht und anschließend wieder zurückgebracht. Es war dieser Dennis. Das weiß ich genau. Herr Blank hat ein Alibi. Ein Freund hat es ihm bestätigt. Dann lügen die eben. Naja, es wird aber schwer, ihnen das zu beweisen. Der Täter hat anscheinend ein Kondom benutzt. Was ist denn mit ihren Gedächtnislücken? Na, der Arzt meint, dass es ein Schlafmittel gewesen ist. Boah, dieser Mistkerl muss es mir vor Dienstschluss ins Glas gekippt haben. Es war dieser Dennis. Ich verstehe das nicht. Wieso nehmen Sie ihn nicht einfach fest? Wie schon gesagt, er hat ein Alibi. Und selbst wenn dieses Alibi gelogen ist, wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Sie wollen mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass er einfach so davonkommt, oder? Abwarten. Es stehen ja noch ein paar Untersuchungsergebnisse aus. Aber in Ihrem Wagen haben wir keine Spuren gefunden. Das stimmt leider. Aber hören Sie, wir geben nicht auf. Aber Sie lassen ihn trotzdem einfach so laufen. Ich fass das nicht. Dieser Mistkerl darf nicht einfach so davonkommen. Mehrere Messerstiche im Genitalbereich. Todesursache war wahrscheinlich dann der hohe Blutverlust. Aber ich sehe keine Abwehrverletzung. Ja, ich kann auch keine Anzeichen dafür erkennen, dass er sich irgendwie gewehrt hat. Ist seltsam. Wenn man von vorne mit einem Messer angegriffen wird, dann würde man doch versuchen, den Angreifer abzuwehren. Nicht, wenn man betäubt ist. Betäubt oder bewusstlos? Wie kommst du auf betäubt? Er stand im Verdacht, am Freitag eine Frau betäubt und vergewaltigt zu haben. Wir konnten ihm nur nichts nachweisen. Aha. Du meinst, die Frau hat sich jetzt vielleicht versucht, an ihrem Vergewaltiger zu rächen, indem sie ihn auf ähnliche Art und Weise zur Rechenschaft gezogen hat? Naja, ich meine, sieht doch ganz so aus, oder? Uff. Was mit dem Todeszeitpunkt? Das muss letzte Nacht passiert sein. Ich schätze mal zwischen Mitternacht und 1 Uhr. Okay. Das ist doch ein Kamerastativ. Habt ihr eine Kamera gefunden? Nein, bisher nicht. Okay, dann sucht nachher gezielt danach, ja? Okay. Ach, Gerrit. Keine Einbruchsspuren. Hast du das Vergewaltigungsopfer erreicht? Nein, sie geht nicht ans Telefon. Dann soll Michael jetzt eine Fahndung nachher rausgeben. Habe ich ihm schon durchgegeben. Übrigens, die Putzfrau wartet unten, die ihn gefunden hat. Also eigentlich wollte der Herr Blank, dass ich gestern schon zu ihm komme, zum Aufräumen. Gestern schon? Ja, er hat mit Freunden gefeiert oder so, von Freitag auf Samstag. Mhm. Und weiter? Ja, und da ich gestern nicht konnte, bin ich ihm heute erst gekommen. Und dann habe ich ihn da liegen sehen. In dem ganzen Blut. Es war schrecklich. Naja, das Bett wird man wohl wegschmeißen können. Ja, ich glaube, das Bett ist jetzt nicht das Problem. Ach, wissen Sie, Herr Blank war kein guter Mensch. Wenn Sie wissen, was ich meine. Nee, keine Ahnung. Was meinen Sie denn? Allein, wie er mit Frauen umgegangen ist, das war schon schlimm genug. Und überhaupt, von seiner Person her. Frau Fromm, Sie haben einen Schlüssel für die Wohnung. Ja, natürlich. Warum? Naja, es würde uns interessieren, ob es noch andere Personen gibt, die einen Schlüssel haben. Puh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Herr Blank jemand anders noch einen Schlüssel gegeben hat. Er hat ja auch keine Freundin gehabt. Zum Glück. Oben im Schlafzimmer steht ein Stativ. Wissen Sie, wo die dazugehörige Kamera ist? Nein, Gott bewahre. Das weiß ich nicht. Das will ich auch gar nicht wissen. Weiß der Geier, was er damit alles aufgenommen hat. Der Kollege hat Ihre Personalien ja schon. Vielen Dank erstmal, Frau Fromm. Wir melden uns notfalls nochmal bei Ihnen. Vielen Dank. Bitte. Also wenn das Vergewaltigungsopfer den Typen aus Rache getötet hat, dann kann es doch sein, dass der Freund, der ihm das Alibi gegeben hat, in Gefahr ist, oder nicht? Wir müssen ihn warnen. Und wir müssen jetzt so schnell wie möglich die Kellnerin finden. Nicht, dass sie noch mehr Dinge macht, die sie später bereut. Die ist heute auch nicht zum Dienst erschienen. Schade eigentlich. Wie schade eigentlich? Was soll das heißen? Ja, ich arbeite halt gern mit ihr zusammen. Ach komm. Ist doch wohl kein Geheimnis, dass du voll auf die Kleine abfährst. Ach, nun bist du ein paar Jahre zu alt für sie. Würden Sie sich da bitte raushalten? Dankeschön. Also, sie hat sich wirklich nicht abgemeldet? Nein. Warum fragen Sie das denn? Ist irgendwas passiert? Hat das was mit der angeblichen Vergewaltigung zu tun? Was? Jana ist vergewaltigt worden? Sagt sie jedenfalls. Sie ist definitiv vergewaltigt worden. Das haben die Untersuchungen ergeben. Aber nicht von Dennis, der würde sowas nie tun. Tja, irgendjemand hatte da wohl eine andere Meinung. Dennis Blank wurde heute Vormittag tot aufgefunden. Was? Wie bitte?
Dennis Blank ist tot? Wir gehen von einem Racheakt aus. Sagen Sie Ihrem Freund Lennart Krötz Bescheid. Warnen Sie ihn. Warum? Was hat Lennart damit zu tun? Er hat Ihrem toten Kumpel ein Alibi gegeben. Vielleicht ist er ja auch in Gefahr.